Hi, in der vergangenen Woche haben wir uns mit Node.js beschäftigt und heute fangen wir für diese Woche ein neues Thema an. Und das Thema für heute ist 10 Dinge, die ich an Node.js bereue. Also genau genommen natürlich nicht 10 Dinge, die ich persönlich an Node.js bereue, sondern 10 Dinge, die der Erfinder von Node.js oder der ursprüngliche Entwickler von Node.js, Ryan Dahl, an Node.js bereut. Ryan Dahl hat Node.js ursprünglich entwickelt und am 8. November 2009 auf der JSConf in Berlin der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Das ist also, wenn wir noch 2 Wochen ins Land gegangen sind, ist das ziemlich genau 11 Jahre her. 2012 hat er sich dann aus der Entwicklung von Node.js zurückgezogen, weil er, sinngemäß Zitat Ryan Dahl, dachte, Node.js sei fertig, wobei er da auch im Nachhinein sagt, das war eine ziemliche Fehleinschätzung. Und er hat sich dann einige Jahre trotzdem mit der Welt nicht beschäftigt, also mit der Node-Welt, und ist dann jetzt im Juni 2018 wieder auf der JSConf in Berlin gewesen mit einem Vortrag 10 Things I Regret About Node.js, also 10 Dinge, die er eben an Node bereut und die er rückblickend vielleicht besser anders gemacht hätte. Finde ich erstmal sehr mutig, sich dahinzustellen auf eine Bühne und zu sagen, ich habe was dazugelernt und ich habe einige Fehler gemacht und derer bin ich mir heute bewusst und ich würde sie heute vielleicht anders machen oder ich würde die Fehler nicht anders machen, sondern ich würde sie vielleicht gar nicht machen, indem ich Dinge anders machen würde. Und mit diesen Fehlern bzw. mit diesen Einschätzungen von Ryan Dahl, um die soll es heute ein bisschen gehen. Erstmal, wenn man dem Vortrag von ihm aufmerksam folgt, ich verlinke euch den übrigens hier in der Infocard, dann fällt erstmal auf, er heißt zwar 10 Things I Regret About Node.js, aber tatsächlich sind es nur 7 Dinge, die er kritisiert. Aber das ist Zahlenklauberei, das ist egal, gucken wir uns diese 7 Dinge an. Nummer 1, Ryan Dahl sagt, es war ein Fehler, keine Promises in Node.js einzubauen, sondern ausschließlich auf Callbacks zu setzen. Interessanterweise waren Promises ganz am Anfang sogar in Node.js mal drin, sind dann aber wieder ausgebaut worden, weshalb wir uns halt jetzt jahrelang ausschließlich mit Callbacks beschäftigen konnten, ausschließlich Callbacks verwenden konnten und wir uns mit den Callback-basierten APIs herumschlagen mussten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das hat solche Effekte nach sich gezogen, wie diese berühmt-berüchtigte Callback-Hell, unter der viele Entwicklerinnen und Entwickler sicherlich gelitten haben oder ihre Erfahrungen damit gemacht haben. Und da sagt Ryan Dahl eben im Nachhinein, es wäre vielleicht besser gewesen, von vornherein doch Promises einzubauen. Punkt Nummer 2, Node.js basiert auf V8. V8 ist ja die JavaScript-Engine, die auch in Google Chrome zum Einsatz kommt, ist also im Prinzip ein JavaScript-Compiler. Und das Besondere ist, wenn man JavaScript im Browser ausführt, dann läuft das ja in einer Sandbox mit Sicherheitsfeatures, dass viele Dinge nicht erlaubt sind, wie Zugriff eben auf das lokale System, der ist weitestgehend untersagt. Und diese Sandbox-Features, die sind in V8 drin. Das heißt, man hätte die auch sehr einfach in Node aktivieren oder verwenden können, sodass eben auch Node-Code nicht standardmäßig Zugriff auf alles hat, dass es quasi nicht mit Full Trust läuft, sondern man hätte sagen können, okay, man schränkt eben Node.js ein, die Berechtigungen, und man muss Dinge explizit freischalten, wie beispielsweise den Zugriff aufs Dateisystem oder aufs Netzwerk oder Ähnliches. Auch da hat er natürlich einen validen Punkt. Punkt Nummer 3 ist, er kritisiert das Build-System, insbesondere das Tool JIP. Was man braucht, um native Node-Module, also Node-Module, die in C bzw. C++ geschrieben sind, übersetzen zu können, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich meine, allzu viele von diesen Modulen gibt es nicht. Die meisten sind ja doch in JavaScript geschrieben, aber nehmen wir diesen Punkt erstmal so hin. Punkt Nummer 4. Er kritisiert, dass die Datei Package.json eingeführt wurde, weil die inzwischen viel zu umfangreich ist, viel zu viele Aufgaben hat, vom Namen und der Version des Moduls über die Abhängigkeitsverwaltung, die Lizenz, wo liegt das Git Repository und zahlreiche Tools verwenden die Package.json ja auch so als Konfigurationsdatei, wo man sich Huckepack noch draufklinken kann, damit man nicht noch eine Konfigurationsdatei braucht. Außerdem die Einführung der Package.json mit dem Dependency Management da drin hat dazu geführt, dass wir mit NPM ein Tool haben, ein Werkzeug haben, mit dem man Abhängigkeiten von einer zentralen Registry installieren kann. Und das ist auf der einen Seite zwar sehr komfortabel und sehr einfach und sehr bequem, aber es ist eben ein zentralistischer Ansatz und der hat eben seine Nachteile, weil, das hat man in der Vergangenheit ja nun auch schon gehabt, was ist zum Beispiel, wenn NPM down ist? Was ist, wenn NPM nicht erreichbar ist? Was ist, wenn auf NPM irgendwas schief geht? Und so weiter und so fort. Das heißt, da steckt einfach viel zu viel Fachlichkeit, zu viel Logik, zu viel Verantwortung in der Datei Package.json. Das Gleiche, das ist sein Punkt Nummer 5, ist der Node-Modules-Ordner, der zu aufwendig ist in der Module Resolution. Es gibt zu viele Wege, wie und wo ein Modul hinterlegt sein kann, wie das aufgelöst werden kann,
Diejenigen von euch, die schon sehr lange mit Node arbeiten, werden sich vielleicht erinnern, dass früher der Node-Modules-Ordner sehr rekursiv aufgebaut war. Heute ist das ja eher eine lange Liste. Das heißt, auch da sagt er, das ist rückblickend ein Fehler gewesen. Und einer der größten Kritikpunkte von ihm an dem ganzen Ansatz ist, dass dieses Modulsystem eben so ganz anders arbeitet, als wie das im Browser funktioniert. Das heißt, obwohl beides JavaScript ist und obwohl das eigentlich eine Welt sein sollte, hat man zwei zueinander inkompatible Ansätze geschaffen. Und das sieht er eben rückblickend als einen Fehler an. Punkt Nummer 6, wo wir bei Modulen gerade schon sind. Wenn ich ein Modul laden möchte, verwende ich in Node.js ja die Require-Funktion. Und Ryan Dahl sagt, okay, das Problem bei der Require-Funktion ist eben, weil die Module Resolution so aufwendig ist, auch das ist zu komplex. Und ich habe eben auch wieder Dinge, die nicht logisch sind, wie zum Beispiel, dass ich die Dateiendung weglassen kann. Ich muss ja .js oder .json nicht angeben. Auch das ist wieder anders als im Browser. Und damit habe ich auch wieder eine Inkompatibilität. Das heißt, auch diese Require-Funktion hätte man anders und vielleicht besser gestalten können. Last but not least, es gibt bei den Modulen, wenn ich eben etwas require, wenn ich versuche, etwas zu laden, mit der Einführung der Package.json gibt es ja das Main-Feld, wo eingetragen wird, wo der Haupteinstiegspunkt ist. Zusätzlich gibt es aber noch die Index.js, wo Ryan Dahl ursprünglich mal dachte, es wäre eine gute Idee, eine solche Index.js zu haben, quasi analog zur Index.html. Im Nachhinein ist das aber auch etwas, wo er sagt, das hat den ganzen Auflösungsmechanismus, den Lademechanismus zu komplex gemacht, zu umständlich und Leute müssen viel zu viele Regeln kennen, um zu wissen, wie Require funktioniert und wann, was, von wo, warum geladen wird. Und das sind diese 7 Punkte. Natürlich hat er nicht einfach nur sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, das und das läuft falsch und das bereue ich, sondern er hat auch eine Lösung angeboten und diese Lösung nennt sich Deno. Deno ergibt sich, wenn man die Buchstaben von Node alphabetisch sortiert, D-E-N-O, dann hat man das Wort Deno, ist also quasi in Anlehnung an Node entstanden. Wir haben uns über Deno auch schon mal kurz unterhalten und zwar in der 10. Folge vom Developers Daily. Da ging es um Runtimes für TypeScript, auch das verlinke ich euch hier nochmal in der Infocard. Und was genau denn jetzt eigentlich Deno ist und was es anders macht als Node und ob das eine gute Idee ist und ob es seine Ziele erfüllt hat und so weiter, das werden wir uns in den nächsten Tagen anschauen und darum wird es dann morgen gehen, erstmal festzulegen oder herauszufinden, was genau ist denn eigentlich Deno. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, würden wir uns sehr darüber freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Montagnachmittag und ich freue mich darauf, euch morgen wiederzusehen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis morgen. Ciao.